Hallo ihr Lieben, da seid ihr ja wieder. Willkommen bei Frank Macht's. Heute wollen wir mal ein glutenfreies Früchtebrot machen. Ein Früchtebrot habe ich noch nie gemacht. Das werden wir schön zusammen machen. Ich habe ein altes Rezept gefunden, was sehr interessant war. Und das ist eine gute Alternative natürlich zu irgendwelchen Leckerlis und Süßigkeiten. Und da werde ich mich mal begeistern lassen, ob das wirklich lecker ist. Wir brauchen nur ein paar Zutaten, nichts Wildes. Und weiter geht's jetzt nach dem kurzen Intro. Als allererstes müssen wir ein paar Kleinigkeiten vorbereiten. Wir brauchen insgesamt 400 Gramm rum Trockenfrüchte. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ob ihr Feigen, Datteln, Pflaumen hier, Cranberries gibt es getrocknet, hier Mango. Da gibt es so eine riesige Auswahl. Nehmt das, was ihr möchtet. 400 Gramm müssen es insgesamt sein. Ein paar Rosinen haben wir hier noch. So, wir machen das jetzt zur Klasse, klassisch, wie sie das angegeben hat. Und macht das so, wie ihr am liebsten denkt, dass ihr das mögt. Ja, wenn ihr jetzt keine Pflaumen mögt, dann nehmt ihr keine Pflaumen. Ganz einfach. So, dann brauchen wir 160 Gramm Nüsse. Nussmischung habe ich hier genommen, weil da ist schon Walnüsse, Mandeln, Haselnüsse sind da drin. Sogar ein paar Cashewkerne. Und ich habe da noch ein paar ganz unten, da, ich hatte noch ein paar Paranüsse, so, die habe ich da, die werden gleich noch ein bisschen gehackt. Dann brauchen wir, für, als Bindemittel sozusagen, nehmen wir kein Mehl wie beim Brot, so ein Weizenmehl oder sowas, sondern wir nehmen Hafermehl und Leinmehl oder Leinsamenmehl. Das kann man fertig kaufen, macht es aber nicht. Das ist richtig teuer. Gibt es nur in so speziellen Ecken, so Bio und sowas alles, und das kostet ein Heidengeld. Macht es nicht, nehmt euch einfach Haferflocken und haut die durch den Mixer, wenn jeder hat eigentlich meist so einen Mixer zu Hause irgendwie, macht daraus ein Mehl sozusagen aus den Haferflocken, dann habt ihr ein Hafermehl. Was anderes ist das auch nicht bei den anderen. Dann Leinsamen genauso. Nehmt ihr Leinsamen, die kosten nicht mal, ich glaube, einen Euro, knapp einen Euro, so eine Packung bei uns, beim Discounter. Haut die durch Mixer, Leinsamenmehl. Ja, das ist fein gemahlen. Genauso ist das. Kauft das nicht teuer im Laden. Dann brauchen wir noch kaltes Wasser. Das hat jeder eine Leitung, 140 Milliliter. Ein Backofen hat auch jeder zu Hause. Und ein Teelöffel oder einen kleinen Teelöffel Backpulver kommt da noch mit zu. Das ist schon alles. Wir werden jetzt als allererstes mal eben die Früchte ein bisschen kleiner machen. Ein bisschen hacken. Weil die müssen nicht so groß sein. Hackt sie einfach ein bisschen durch, dass sie kleiner sind. So. Jetzt nehmt ihr euch eine Schale. Und da kommt alles rein. Kommen die ganzen Früchte rein. Brett kann zur Seite. So, dann haben wir hier noch die Rosinen, die Nüsse. Die ganzen Angaben schreibe ich wie immer auch unten rein. In die Beschreibung. Das reicht aber schon. So, die kommen da auch mit zu. Habt ihr ja schon mal so eine Frucht-Nuss-Mischung. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe mir auch erst überlegt, es gibt die im Laden auch schon fertig. Also es gibt ja diese wie Studentenfutter, da sind Früchte und Nüsse drin
Und die gibt es auch mit so Mangos und allem möglichen Kram, also nicht nur mit Rosinen. Kann man sich auch mal, kann man vielleicht mal ausprobieren, ob man einfach so Studentenfutter Basis nimmt und davon ein Brot macht. Könnte auch funktionieren. War jetzt mal so meine Idee. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal das Hafermehl dazugeben. Das sind nur 65 Gramm und 65 Gramm Leinöl, Leinmehl. Leinöl ist auch gut, ne? So, und damit haben wir schon mal wieder ein paar Töpfe hier leer. So, dann vermischen wir das Ganze. Das sieht jetzt noch alles ganz mürbe trocken aus, weil diese Früchte, die müssen auch ein bisschen quellen sozusagen. Und das verklebt sich alles natürlich gleich, wenn wir noch die Feuchtigkeitsanteil, also das Wasser dazu tun. So, jetzt machen wir schon mal das Backpulver da so ein bisschen mit rein. Ist wie gesagt nur ein ganz kleiner, also ein kleiner Teelöffel. Nicht zu viel, nur ein bisschen. So, jetzt machen wir das Wasser dazu. Kaltes Wasser, ne? Und das war's schon. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Das sieht hier gar nicht so wild aus. Aber das wird tatsächlich ein Brot. Das Ganze verrührt ihr jetzt schön so miteinander. So richtig schön mal ein paar Mal durchrühren. Und seht ihr, ist das immer schon hier so ein bisschen, es wird ein bisschen pumpiger. Und das lasst ihr gleich erstmal 10, 15 Minuten einfach an der Seite stehen und quellen. Mal ein bisschen zusammen auf den Haufen machen. So. Und dann lassen wir das jetzt mal eben so, wie es jetzt hier steht, lassen wir das mal so 10, 15 Minuten erstmal ein bisschen quellen. Da kann die Feuchtigkeit in die Früchte gehen. Das Mehl, das kann sich ein bisschen aufquellen, weil man das ja auch kennt, Hafermehl. Wenn man jetzt Hafer zum Beispiel mit Wasser übergießt, der quillt ja auch. Und das kann man dann alles so erstmal zusammen ein bisschen quellen lassen. In der Zeit können wir schon mal den Backofen auf 170 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und da kommt das Ganze dann nachher auf einem Backpapier für 60 Minuten in den Ofen. Wir haben den jetzt mal entspannt, gut eine Viertelstunde stehen lassen. Wir haben uns mal eben Handschuhe angezogen, weil dann hat man das nicht so an den Fingerbacken, ne? So, jetzt können wir den noch mal einmal so ein bisschen durchwühlen. Ist auch schöner, wenn man das nicht so an den Finger kleben hat, das Ganze. So, das kleben wir noch mal eben einmal schön durch hier. Und dann können wir den auch schön ein bisschen formen. Schieben wir mal eben zur Seite. Und dann haben wir hier ein mit Backpapier belegtes Blech. Da können wir den jetzt noch mal ein bisschen hier schön formen. Wie so ein Ball erstmal. So, die brauchen wir nicht mehr. So, kann man schön bisschen auch glatt streichen. Das geht auch mit Handschuhen ein bisschen besser. Und dann bin ich mal gleich gespannt. Das Ganze geht jetzt, drücken wir jetzt hier so ein bisschen drauf. Und das Ganze geht jetzt für eine Stunde in den Backofen. Das Brot ist jetzt 60 Minuten gebacken und das holen wir jetzt mal raus. Aber es ist noch sehr heiß, also das werden wir jetzt erstmal normal auskühlen lassen, bevor wir das natürlich anschneiden können.
So, ihr Lieben, das Brot ist soweit abgekühlt. Normalerweise, als Tipp, bleibt das eingepackt und muss eigentlich mindestens ein paar Tage, 2, 3 Tage, 4 Tage, richtig schön langsam im Kühlschrank oder so schön ziehen. Wir schneiden das aber jetzt mal, weil wir ja nicht 4 Tage warten wollen, schneiden wir das jetzt mal an und schauen uns das Ganze mal an. So, so sieht der Anschnitt aus. Das sieht schon mal sehr gut aus. Es ist aber ein bisschen noch weich, habe ich festgestellt. Hier ist gerade, habe ich gerade wohl eine Feige oder irgendwas oder Pflaume erwischt, dass das hier so ein bisschen rausgewitscht ist. Aber so als Ganzes ist das hier schön, die Nüsse und die Mango. Ihr könnt, wie gesagt, alles nehmen an Früchte. Ich habe mich da nochmal schlau gemacht. Die machen das auch mit Cranberries und allem Möglichen. Also nehmt das, was ihr mögt. Und also geruchsmäßig ist das schon mal sehr gut. Wir probieren jetzt hier mal so ein Stück. Mmh. Also sehr fruchtig, nussig. Ein nussig-fruchtiger Genuss, sage ich nur. So, ihr Lieben, wir haben das Brot ja vorhin angeschnitten. Es muss normalerweise in Papier eingewickelt werden, im Kühlschrank gut eine Woche lagern, dass sich das richtig durchzieht und auch richtig mega lecker wird. Es ist schon so sehr lecker. Ich habe auch schon etwas davon vernichtet. Das ist schon im Magen drin, allerdings nicht nur bei mir, sondern auch von einem Kumpel, der hier vorhin war und der auch sehr begeistert davon war. Alles in allem ist das super lecker, sehr schmackhaft, nussig, fruchtig, ein Genuss. Kann ich nur empfehlen, backt es nach. Früchte, wie gesagt, könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Das wird mit Birnen gemacht in einigen Bereichen, mit Trockenbirnen und Äpfel und ihr könnt alles nehmen. Haut rein, was ihr wollt. Ne? Was euer leibliches Wohl sagt, dass euch das schmeckt. Ne? Super. Das war's wieder von mir. Heute mal mit Früchtebrot. Und ich sage, wir sehen uns wieder. Demnächst kommen wir wieder. Das Wetter wird besser. Werden wir mal wieder ein paar vernünftige Sachen draußen basteln und bauen. Und wir sehen uns. Macht's gut.